Kennen Sie den? Ein Rabbi und ein Priester gehen spazieren. Und es ist Hochsommer, Mitte Juli, und beide schwitzen mächtig und kommen an einen Fluss. Und der Rabbi sagt zum Priester: Mensch, lass uns doch einfach ein bisschen abkühlen. Wie schaut's aus? Ja, sagt der Priester, ich habe keine Badehose dabei. Ist doch egal, sagt der Rabbi. Wir springen da rein, wie Gott uns geschaffen hat. Gesagt, getan, die beiden kühlen sich ab. Als sie rauskommen, sieht man eine Gruppe Wandersleute vorbeigehen. Und der Priester macht sofort so und der Rabbi macht so. Und der Priester sagt: Wieso machst du so? Sagt der Rabbi: Meine Gemeinde erkennt mich am Gesicht.